Maßnahme 1 ist immer der Kaffee. Vor einigen Jahren habe ich mir mal einen Lötkolben gekauft. Das war ein richtig, richtig beschissener, schlechter Lötkolben. Für 5 Euro auf Amazon geschossen, glaube ich. So 100% made in China, Bangladesch oder sonst wo. Und er war halt richtig scheiße, ne? Ich wollte damit den Sicherungskasten vor meinem alten Auto reparieren. Hat ein schönes altes Auto, Baujahr 91. Und der Sicherungskasten, der war völlig zerschossen. Also da sämtliche Lichter haben vorne im Cockpit geblinkt. So war komplettes Mäusekino, 24 Stunden. Und ja, der Tacho, der hing. Wenn man den Motor ausgemacht hat, ging er auf 0. Und wenn man dann beschleunigt hat, dann ging es ganz gut. Aber beim Weg zurück hing er dann bei 30, ne? Blieb er dann stehen. Und das fand der TÜV halt nicht so geil. Ich habe versucht, das Ganze zu reparieren. Ich muss sagen, ich habe ein paar Fehlermeldungen wegbekommen, aber auf kompletter Linie eigentlich völlig versagt. Habe das Ding dann zu einem professionellen Elektriker gebracht und in 5 Minuten war das Ding wieder in Ordnung. Jetzt fragen sich alle, was labert der hier über Lötkolben? Was hat das mit der Sicherheit zu tun? Ich muss zugeben, das Lötkolbenbeispiel hat gar nichts mit Sicherheit zu tun. Was aber für diesen Lötkolben gilt, das gilt ganz genauso für das hier. Das hier ist eine Schreckschusswaffe. Ich bekomme immer wieder Fragen, ja, welche Schreckschusswaffe ist denn die beste, wenn ich mich selbst verteidigen will? Und da liest man dann alle möglichen Meinungen. Manche sagen, ja, Hauptsache klein, Hauptsache störungssicher, am besten einen Revolver kaufen, die klemmen nicht. Dann gibt es welche, die fragen, mit welchem Holster kann ich die Desert Eagle verdeckt tragen. Lauter solche Sachen. Diese ganzen Fragen gehen aber am Eigentlichen vorbei. Um das Beispiel mit dem Lötkolben wiederzuholen. Warum habe ich damals versagt, meine Box zu reparieren? Lag das am Lötkolben? Ja, manche sagen, so ein 5-Euro-Teil ist wirklich nicht so der Knaller, ja. Der Elektriker im Bosch-Meisterbetrieb, der hatte halt die komplette Bosch-Lötstation mit allem Pipapo. Die Frage ist, hätte ich meine Box mit dieser Lötstation repariert bekommen? Ich glaube nicht, denn der ganz große Punkt an dieser Geschichte war ganz einfach, dass ich keinen Dunst habe von Elektrik. Ja, und zwar absolut gar keine Ahnung von Elektrik. Ich habe mich damals so ein bisschen eingegoogelt, habe da geguckt, ja, da hier Multimeter musst du messen, wenn da keine Messung kommt, dann musst du da löten. Nur so ein paar Fehlermeldungen habe ich ja wegbekommen. Hätte ich da jetzt super Profi-Material gehabt, hätte es das nicht viel besser gemacht. Ging es vielleicht ein bisschen einfacher. Und ich glaube aber, dass der Boschmeister, dass der mit meinem scheiß Lötkolben die Box eventuell repariert bekommen hat. Ähnliches Beispiel, wenn ihr eine einfache, gebrauchte IKEA-Küche zu Hause habt, ja, und dann irgendwie da vom Aldi da Geschirr, Besteck, Töpfe euch irgendwie holt, dann kann da ein ausgebildeter Koch, kann euch da trotzdem noch was kochen, was richtig geil ist. Wenn jemand, der keine Ahnung vom Kochen hat, wenn ihr den in eine 5-Sterne-Küche stellt, dann kriegt er da auch kein Rührei gebacken. Und genauso ist das eben mit Schreckschusswaffen oder mit allen anderen Einsatzmitteln, die ihr im Einsatz führen wollt oder die du als Privatperson zu deiner Selbstverteidigung mit dir führen möchtest. Wenn du was richtig Leckeres kochen willst, dann musst du erstmal kochen lernen. Und dann reicht Standard-Equipment. Wenn du Elektrotechnik reparieren möchtest, dann musst du lernen, wie Elektrotechnik funktioniert. Und da reicht auch erstmal das Standard-Equipment. Und genauso ist das mit der Selbstverteidigung. Du musst erst verstehen, wie funktioniert Gewalt, wie wird man Opfer, wie funktionieren Täter, auf welche Arten und Weisen kann man so einen Konflikt lösen, wie kommt man da raus. Da ist Gewalt eine mögliche Lösung, aber halt nicht die Lösung. Und mit dieser Gewalt muss man umgehen können. Man muss wissen, wie funktioniert das? Was passiert, wenn ich angegriffen werde? Was geht in mir los? Der Puls schießt in die Luft. Ja, die Hände zittern. Man kann keine Feinmotorik mehr abrufen. Wenn ich das nicht kann, dann habe ich verloren, selbst wenn ich eine scharfe Kalaschnikow mit mir führe. Wenn du einen Konflikt, eine kritische Gefahrensituation, ich sage jetzt bewusst Gefahrensituation und nicht Kampf, sondern
Wenn du eine Gefahrensituation überstehen willst, dann musst du drei Aspekte beherrschen können. Einmal dein Mindset gegenüber Gewalt, dein Mindset gegenüber Gewalteinsatz auch. Zweitens, du musst die Fertigkeiten haben, diese PS auf die Straße zu bringen. Und dann am Ende, dann können wir über Ausrüstung reden. Wenn du von Gewaltsituationen bisher verschont geblieben bist, ja, auch wenn du vielleicht im Kampfsport Dojo irgendwie Karate gelernt hast oder so, das ist keine Gewalt. Da weißt du ganz genau, hier, der schlägt jetzt dreimal Oizuki und dann mache ich hier dreimal den hier. Dann gibt es auch Übungskämpfe und so weiter und so fort. Da weiß ich aber, dass der alleine ist. Ja, da weiß ich auch, dass derjenige nicht plötzlich noch fünf Kumpels aus der Tasche zieht. Da weiß ich, dass der jetzt hier im Dojo kein Messer aus der Tasche zieht und sonstige Späße. Wenn ihr ein Gefahren-Mindset entwickelt habt, da geht sehr viel über Wahrnehmungstraining, Awareness-Training und so weiter. Dann euch die Fähigkeiten angelernt habt. Und das kriegt ihr eben nicht im 4-Stunden-Workshop. Das müsst ihr regelmäßig auffrischen. Dann können wir am Ende über das Equipment reden. Dann können wir darüber reden, ja, welches Gerät benutze ich jetzt. Einfach so ein Ding kaufen und dann denken, ich bin jetzt sicher. Das führt in die Sackgasse. Sehr, sehr häufig. Es kann funktionieren. Da ist dann aber auch viel Glück dabei. Oder man hat die drei Punkte vorher per Zufall irgendwie mitbeachtet. Ich werde da gerade zum Thema Mindset, werde ich demnächst ein paar Videos machen. Insbesondere auch zum Thema Fallhöhe im Kampf. Fallhöhe meint jetzt nicht, wenn ich auf den Boden falle, sondern die psychologische Fallhöhe. Wenn ich glaube, dass ich besonders gut ausgebildet bin, wenn ich es aber tatsächlich nicht bin, dann werde ich in der Realität davon überrascht. Ich glaube, ich kann mit einem Gewalttäter umgehen, kann es aber nicht. Dann wird mich das Ganze überraschen, weil der plötzlich nicht umfällt, wie im Selbstverteidigungstraining, sondern weiterläuft. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich machen muss. Und dann bin ich geschockt. Damit muss man umgehen können. Das passiert im Kopf. Dann muss ich überhaupt erst Fertigkeiten entwickeln, um mit meinen Einsatzmitteln umgehen zu können. Egal, ob das jetzt im Rahmen vom Sicherheitsdienst ist, wenn ich irgendwelche Einsatzmittel, Schlagstöcke, Sprays, sogar Schusswaffen mitbekomme, muss ich daran ausgebildet sein. Und ich habe selber jahrelang mit Schusswaffen, mit Schlagstöcken, mit Pfefferspray gearbeitet und die Ausbildung, die wir vom Arbeitgeber bekommen haben, die konnte man gelinde gesagt vergessen. Ja, das hat gereicht, dass man sich selbst nicht verletzt hat. Man muss da auch von sich aus ein bisschen mehr bringen. Wenn ich in eine Gefahrensituation komme, wenn ich auf Gewalttäter treffe, dann ist ein Kampf, ist ein Einsatz von Waffen nicht immer das Mittel der Wahl. Ja, rechtlich geht das sehr, sehr viel. Die Frage ist, ob es clever ist. Manchmal ist es einfach cleverer, wenn ich ins Messer schaue und der Kerl, der will meinen Geldbeutel haben und der will mein Handy haben und der will meine scheiß Unterhose haben, dann kriegt er meine scheiß Unterhose. Ja, das ist ein paar Euro, ist das alles wieder organisiert. Wenn ich mich da wehre, was ich dürfte, ja, dann besteht eben die Chance, dass ich nicht wieder nach Hause komme oder dass ich jetzt ab sofort einmal pro Tag ins Krankenhaus zur Dialyse muss, weil meine Leber im Eimer ist und das will niemand. Als Privatperson ist es manchmal einfach cleverer, rechtzeitig die Straßenseite zu wechseln. Da muss ich aber diesen Gefahren-Mindset für entwickeln. Ich muss Gefahren erkennen, bevor sie entstehen. Und wenn ich mich bewaffne, diesen Mindset aber nicht habe, dann ziehe ich diese Gewalt an. Ja, dann gehe ich da rein, ohne zu wissen, was mache ich dort überhaupt. Und das ist halt ein Riesenfehler. Da habe ich eigentlich die Niederlage gebucht. Wenn wir im Sicherheitsdienst arbeiten, haben wir diese Option Flucht nicht. Denn im Sicherheitsdienst werden wir ja dafür bezahlt, andere Menschen zu beschützen. Ja, Bewachung von fremdem Leben und Eigentum. Und da ist auch ein bestimmter Waffeneinsatz durchaus mal notwendig. Waffeneinsatz ist nicht nur im Rahmen von Schusswaffen, sondern eben auch mal auch im Rahmen von einfach von Reizstoffsprays oder Schlagstöcken. Man muss sich bewusst sein, dass man Gewalt begegnen kann und dieser Gewalt nicht ausweichen kann. Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ja, welche Schreckschusswaffe ist die beste für die Selbstverteidigung? Das Einsatzmittel ist das Beste. Welche Kampfsportart ist die beste, um mich zu verteidigen? Da gibt es genau eine einzige Antwort. Und zwar das Einsatzmittel, die Waffe oder die Selbstverteidigungstechnik, die du beherrschst, mit der man umgehen kann. Manche können das mit der einen, manche können das mit der anderen. Bei manche sind realitätsbasierender, manche weniger. Nichtsdestotrotz, wenn ich die realitätsbezogenste Technik lerne, mir fehlt aber
die Fähigkeit zuzuschlagen, mir fehlt die Fähigkeit, die PS auf die Straße zu bringen, dann werde ich versagen. Also, bevor du daran denkst, einkaufen zu gehen, Elektroschocker, Reizstoffsprays, irgendwelche Lampen, Schreckschusswaffen oder sogar scharfe Waffen. Ich habe kein Problem mit Waffen, ja? Ich bin Waffen gegenüber sehr positiv eigentlich eingestellt. Aber man muss damit umgehen können. Wenn du damit nicht umgehen kannst, wirst du in die Sackgasse laufen. Und das kann böse enden. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte unten liken drücken, vielleicht dazu schreiben, was dir nicht gefallen hat, was dir gefallen hat, den Kanal abonnieren, denn gerade eben zu dem ersten Punkt, Mindset, werde ich einige Videos jetzt noch bringen. Jetzt nicht gleich in Folge, aber die werden definitiv kommen, weil mir das sehr auf dem Herzen liegt. Fertigkeiten kann man online nicht vermitteln, das muss man live machen. Mindset muss auch im Leben passieren, aber man kann per Video sehr gut vermitteln, auf was man achten muss. Würde mich freuen, wenn du diesem Kanal treu bleiben würdest, wenn ich ein Abo bekomme, wenn ich einen Daumen hoch bekomme und wenn du das Video jedem schickst, ja, der mit dem Gedanken spielt, sich eine Schreckschusswaffe oder sonstiges zur Selbstverteidigung zu kaufen oder der sich sonst irgendwie bewaffnen möchte, um sich selbst zu schützen. Wie gesagt, grundsätzlich ist es jedermanns Recht, sich selbst zu schützen, aber wenn, dann mit Gehirn, dann mit Verstand, dann mit Awareness, mit dem richtigen Mindset und dann klappt das auch. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns im nächsten Video.